sitze ruhig und gerade für die Meditation. Wirbelsäule aufgerichtet. Schultern entspannt. Kiefergelenke entspannt. Augen entspannt. Wir wollen meditieren mit einer Form der liebenden Güte, Maitri Bhavana. Und so kannst du jetzt schon lächeln. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Atme 3 bis 4 Sekunden lang ein. Atme 3 bis 4 Sekunden lang aus. Beim Einatmen geht der Bauch hinaus. Beim Ausatmen geht der Bauch hinein. Atme so ein paar Mal tief ein und aus. Bringe so neuen Sauerstoff zum Gehirn. Aktiviere Prana, die Lebensenergie im Sonnengeflecht. Jetzt lasse den Atem sanft fließen und stelle dir vor, dass über dir ein strahlender Stern ist, ein leuchtender, wunderschöner Stern. Und stelle dir vor, dass dieser Stern einen Wasserfall von Licht ergießt. Und dieser Wasserfall von Licht durchdringt dich von Kopf bis Fuß und entzünde dabei das Licht in deinem eigenen Herzen. Sprich dabei Segenswünsche zu dir selbst wie: Ich wünsche mir selbst Licht und Liebe. Möge es mir gut gehen. Möge mein Herz offen sein. Möge ich eine Quelle des Wohlergehens für mich selbst und andere sein. Jetzt stelle dir jemandem vor, dem es in letzter Zeit nicht so gut gegangen ist und dem du gern Lichtenergie schicken willst. Stelle dir vor, dieser Mensch sitzt, liegt oder steht vor dir. Und stelle dir wieder diesen wunderbaren Stern oberhalb von dir vor. Stelle dir vor, dieser Stern leuchtet nochmals stärker und er gießt wieder seinen Wasserfall von Licht und dieses Licht durchdringt diesen Menschen, dem du Licht schicken willst, von Kopf bis Fuß und entzünde dabei das Licht im Herzen dieses Menschen. Sprich dabei Segenswünsche wie: Lieber, liebe Name, ich wünsche dir Licht und Liebe. Möge es dir gut gehen. Möge dein Herz offen sein. Mögest du eine Quelle des Wohlergehens für dich selbst und andere sein.
Jetzt stelle dir jemanden vor, mit dem du in letzter Zeit nicht so gut zurechtgekommen bist, mit dem du gerne wieder besser zurechtkommen willst und dir auch vorstellen kannst, dass es möglich ist. Stelle dir vor, dieser Mensch sitzt, steht oder liegt vor dir. Und stelle dir wieder diesen Stern vor, der wieder aufleuchtet und einen Wasserfall von Licht ergießt. Und dieser Wasserfall des Lichtes durchströmt diesen Menschen von Kopf bis Fuß und entzündet dabei das Licht im Herzen dieses Menschen. Sprich dabei Segenswünsche wie Liebe, Liebe, Name. Ich wünsche dir Licht und Liebe. Möge es dir gut gehen. Möge dein Herz offen sein. Mögest du eine Quelle des Wohlergehens für dich selbst und andere sein. Mögen wir zusammen gut miteinander zusammenwirken. Mögen unsere Herzen füreinander offen sein. Mögen wir eine Quelle des Wohlergehens für uns gegenseitig und für andere sein. Wenn du in der weiteren Meditation von selbst an jemanden oder eine Gruppe von Menschen oder ein Ereignis denken musst, dann stelle dir vor, es geschieht deshalb, damit du dort Lichtgedanken hinschickst. Ohne nachzudenken, stelle dir diesen Mensch oder diese Menschengruppe vor dir vor. Stelle dir vor, dass der Wasserfall von diesem Stern wieder ausgeht und so ein Lichtstrom durch diesen Menschen oder diese Gruppe von Menschen fließt. Und dann spreche in deinen eigenen Worten Segenswünsche, so wie es für dich stimmig erscheint. Und jetzt stelle dir die Erde vor, vom Weltraum aus betrachtet. Der blaue Planet. Ein wunderschöner Edelstein, der sich um sich selbst und um die Sonne dreht. Blau von den Meeren, weiß die Polkappen und die Wolken. Grün manche Wälder. Stelle dir wieder diesen Stern vor und stelle dir vor, der Stern ergießt wieder ein Licht und diesmal über die ganze Erde. Und sprich Segenswünsche wie: Liebe Erde, ich wünsche dir Licht und Liebe. Möge es dir und deinen Bewohnern gut gehen. Mögen die Herzen der Wesen füreinander offen sein.
Mögen alle eine Quelle des Wohlergehens für sich selbst und andere sein. Jetzt stelle dir den unendlichen Weltraum vor. Sterne, Galaxien, unendlicher Weltraum. Und sei dir bewusst, du bist Teil dieses Unendlichen. Und alles hängt mit allem zusammen. Und so bist du verbunden mit diesem Unendlichen, letztlich eins mit dem Unendlichen. Spüre und fühle. Ich bin verbunden mit allem, eins mit dem Unendlichen. Reines Bewusstsein. Kommen andere Gedanken, dann ignoriere sie entweder, schicke Licht dorthin und lass den Stern sein Licht übergießen, sprich Segenswünsche. Oder eben ignoriere sie, dehne deine Bewusstheit immer wieder von Neuem aus. Unendlicher Weltraum, Verbundenheit, reine Bewusstheit, Stille.